Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Warlords of New York in The Division 2. Unser Agent Ranger macht einige Leibesübungen hier vor Alenia Kelso und Fei Lau. Und wir sind bei uns in der Zentrale und in Haven. Und jetzt werden wir uns mal ansehen, was wir als nächstes hier zu erledigen haben. Uns wird gemeldet, dass Kajika im Battery Park ist und Hinterhalte gegen Peacekeeper und JTF-Patrouillen legt. Das ist der beste Ort, um mit der Suche zu beginnen. Vorsicht, der Kerl versteht keinen Spaß. Ja, dann sind wir ja schon zu zweit. Auch ich bin wenig humorvoll. Okay, Kajika ist jetzt als nächstes dran. Und da müssen wir dann erstmal wieder nach oben und den richtigen Ausgang finden hier aus der Zentrale. Häufig verlaufe ich mich dann doch ein bisschen. Okay. Ja, los geht's. Hier geht's raus. Und jetzt müssen wir hier rechts, damit wir in die richtige Richtung kommen. Ja, wer pfeift denn da? Oh. So, das wäre doch fast ein Screenshot wert. Sehr schön. Aha. Dann mischen wir uns mal kurz ein. Da braucht jemand unsere Hilfe. Noch Fragen? Nein? Okay. So, da müssen wir runter. Die Straße. Und da sind die Kollegen, die patrouillieren. Servus, geht's was? Habt's was gesehen? Okay, bye. Naja, besonders gesprächig waren die Kollegen wohl nicht, ne? So, was ist da? Nein, da ist nichts. Vorsicht ist die Mutter der... Ah! Und das sage ich's noch. So, der Porzellankiste, nicht wahr? Okay, Leute. Na, den hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. So, was haben wir da? Okay. Notsignal in der Nähe entdeckt. Sie haben wohl Teile von Kajikas Werk entdeckt. Sie hatten keine Chance gegen jemanden wie ihn. Aha. Okay. Sollte mich das jetzt etwas beunruhigen? Geschütz scannen. Okay. Agent-Profil entdeckt. Geschütz registriert auf Javier Kajika. Status abtrünnig. Unglaublich, dass die ihre Technologie noch nutzen können. Es gibt für alles eine Hintertür. Eintreffende Gegner. Eintreffende Gegner, als wären das Gegner. So, wo machen wir denn jetzt unser Geschütz hin? Hier. Weil wir haben ja auch so schickes Spielzeug. Wir wissen jetzt, dass Kajika vor kurzem hier war. Aber wir brauchen eine heiße Spur. Suchen Sie die nächste Kirchengemeinde auf. Sie zeichnen die Patrouillen im Gebiet auf und haben vielleicht etwas Nützliches für uns. Okay, das werden wir doch gerne tun. Wo müssen wir dazu hin? Okay. Wir wissen jetzt, dass Kajika vor kurzem hier war. Aber wir brauchen eine heiße Spur. Suchen Sie die nächste Kirchengemeinde auf. Sie zeichnen die Patrouillen im Gebiet auf und haben vielleicht etwas Nützliches für uns. So. Tragbares Gerät erkannt. Ja,
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier zwischen die Fronten geraten bin. Irgendjemand ist auch noch hinter mir. Naja, darauf würde ich jetzt nicht wetten. So, wo ist denn jetzt da noch einer? Irgendwo treibt sich doch hier noch einer rum. Okay. So, weiter zur Kirchengemeinde. Aha. Hier ist Javier Kajika. Die Rikers sind ins Gebäude eingedrungen. Er bittet JTF-Unterstützung. Anfrage abgelehnt. Alleine schaffen wir das nicht. Sie sollten sich zurückziehen, wie wir. Was? Die Evakuierung wurde angeordnet. Wir müssen es zu Ende bringen. Der Rückzug läuft bereits. Da sind jetzt nur noch Nachzügler. Wir können nicht einfach abziehen. Es ist vorbei. Ich will keine weiteren Toten auf meinem Gewissen. Ich hätte es wissen müssen. Bleiben wir, sind wir tot. Gehen wir, sind wir abtrünnig. Tut mir leid, Agent. Ich kann nichts tun. Over and out. Fuck! Tja. Da hört man den blanken Frust heraus. So, da ist die Kirchengemeinde. Da müssen wir vermutlich rein. Und zwar vermutlich hier von der Seite. Yep, da sind die Zeichen. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Nein. So, und ein neues Safe House. Fragen Sie die Leiterin der Gemeinde, ob sie etwas über die Patrouillen weiß. Hallo Agent. Ich habe auf Patrouillen in der Gegend geachtet. Vor kurzem war hier eine Patrouille. Sie sagten, sie wollen die Erdstöße untersuchen, die wir hier hören. Sie sind zum Hugh Carey-Tunnel im Süden gegangen. Ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Sehen wir uns den Tunnel an. Im besten Fall kann uns die Patrouille sagen, was sie weiß. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Ja, geht mir auch so. Ja, Gefühle, Gefühle, Gefühle. Die sollte man immer aus dem Spiel lassen. So, jetzt müssen wir doch normalerweise irgendwo noch einen Computer oder irgendwas aktivieren. Ist das hier jetzt nicht der Fall? Nee. Okay, wir sollen also gleich zum Tunnel. Dann schauen wir mal, wo es da lang geht. Okay, da ist der Tunnel. Wir haben von einer JTF-Patrouille erfahren, die beim Hugh Carey-Tunnel verschwunden ist. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber kein Glück gehabt. Kajika ist in der Umgebung aktiv. Sicher sind sie untergetaucht, damit er sie nicht finden kann. Machen Sie sich keine Hoffnung. Wenn Kajika da ist, ist die Patrouille weg. Ich fürchte, Faye hat recht. Aber wir müssen es versuchen. Hm. Natürlich. So. Aber irgendwo haben wir doch bestimmt noch ein technisches Gerät hier. Ich weiß, dass du da warst. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Hell's Kitchen. Sicher, da war ich mal. Du hast die Siedlung angegriffen. Wir haben nur geholt, was uns gehört. Ein paar Idioten haben Ärger gemacht. Nicht unsere Schuld, wenn das so ausgegangen ist. Meine Schwester ist tot. Echt? Keine Ahnung. Hab ihr wohl in den Rücken geschossen. Fahr zur Hölle. Du verdammtes Arschloch. Okay. Ja, ja. Auch das hilft uns, die Geschichte zu verstehen.
So, dann geht's jetzt hier lang zum Tunnel. Gegner, bewach einen Ort in der Nähe. So, hier müssen wir runter in den Untergrund. Ah, stopp. Da sehe ich doch noch was. Können wir noch was mitnehmen? Na. So. So, hier wird... auch nicht. Ah, da geht's hoch. Da oben wird's dann die Präsente geben. Oh ja. Somit. Sehr schön. Den können wir gebrauchen. Okay, ein schönes Maschinengewehr. Ein leichtes. Ja, das ist ja wie Weihnachten, Ostern zusammen. Ja, ich bin schon Weihnachten. So. Und da haben wir noch eine Transportkiste. Eine Nachschubkiste. Mal schauen, was die uns noch bringt. Aber da werden wir uns wohl hin den Weg freischießen müssen. Da ist er doch. Na, ich wollte ihm ja nicht in den Rücken schießen, aber wenn er nicht herschaut. Okay. So. Ah. Okay. Keramik, Stahl und Elektronik. Das war alles. Jetzt haben wir irgendwo... haben wir das jetzt übersehen? Ne, da oben war der Schlüssel. Okay, das passt. Wir haben alles. Also, jetzt geht's ab in den Untergrund. In Not. Und dann schauen wir mal, was uns da unten erwartet. So. Oh, da haben wir wohl irgendjemanden aufgeweckt. So, hier gibt's Material. Hier gibt's Material. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da gibt's noch eine Nachschubkiste. Und eine Waffenkiste. Ah ja, PP19. So, haben wir hier noch einen Schlüsselkasten. Black Tusk. Okay, das müsste es jetzt fast gewesen sein. Ups. So, kam da jetzt niemand um die Ecke? Nein. So, da musste ich mich mal kurz räuspern. Ein sehr weit verzweigtes Gebiet hier. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Und da kommen wir auch noch rein. Okay. Höre ich jemanden? Zivilisten in Gefahr. Nee, da treibt sich niemand rum. Schauen wir mal, ob wir da alles haben. Okay. Nochmal einen Kasten. Schlüssel der Cleaners. Und irgendwie habe ich doch dann das jetzt Gefühl, dass wir nicht ganz richtig sind. So, da haben wir schon Spezialmunition. Da machen wir noch ein bisschen Brandmunition drauf. Ja. Also eigentlich müssen wir da lang, aber ich glaube nicht, dass das hier unten ist. Oder doch?
gleich wieder rechts rum. Ja. Doch hier durch? Ah ja. Ja, da waren wir doch eigentlich richtig. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So, hier geht's wieder hoch. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Tunnel. Oh, 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 oh. Da späht einer. Ja, so schön diese kurze Schrotflinte auch ist. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Man muss halt ein bisschen ran an den Kollegen. Eins will ich von Anfang an klarstellen. Ich traue der Division nicht und schon gar nicht Außenstehenden. Ich würde sagen, das ist nicht gerade die beste Ausgangssituation für uns beide. Ich bin nicht Division. Ja, gut. Aber ein Außenstehender. Du hast es allein Conley zu verdanken, dass wir dir überhaupt zuhören. Machen wir uns nichts vor. Wir sind keine Verbündeten. So viel ist klar. Und ich verlange nicht von euch, dass ihr euch fügt. Gut. Aber wenn du unsere Unterstützung willst, dann muss es eine Gegenleistung geben. Die JTF ist das Einzige, was euch bei der Vernichtung des Virus im Weg steht. Ich kann euch helfen. Eine JTF-Patrouille ist beim U-Carry-Tunnel verschwunden. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Seien Sie vorsichtig. Kajika hält nach Patrouillen Ausschau. Wir wollen nicht, dass er uns zuerst findet. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Aha. Haben wir Granaten? Ja. Beziehungsweise Raketen. Das also fürs Opening. So, da oben ist einer mit Scharfschützengewehr, so wie es aussieht. So, du warst eigentlich nicht zur Party eingeladen. Okay. Dann wollen wir uns mal hier herablassen. Echo entdeckt. Das Echo gibt vielleicht Aufschluss über die Patrouille. Greifen Sie darauf zu. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Sehen Sie sich um, Agent. Vielleicht hilft der alte Schott ja beim Zugriff auf das Echo. So, hier wird es auch wieder schönes Material mit Sicherheit geben. Haben wir da hinten noch was? Nö. So, und da noch hin. Und jetzt müssen wir gucken, wo ist das Echo? Wo ist das Echo? Habe ich das schon verpasst? Sind wir schon dran vorbeigelaufen? Hä? Nein, kann doch nicht sein, dass wir an dem Echo schon vorbeigelaufen sind.
Und da unten ist es ja auch nicht. Okay, nee, es geht also weiter. Einen Weg zum Echo finden, ja, das passt dann schon. Sind wir doch auf der richtigen Spur. So, was haben wir da oben noch? Munition und eine Kiste. Sehr schön. Mal schauen, ob irgendwo noch was versteckt liegt. So. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Passt gut auf. Klingt, als wäre die Division durchgekommen. Haben wir uns gefunden? Bei dem Krach, den Nancy macht, wundert es mich, dass die uns nicht eher gefunden haben. Nancy? Wer zum Teufel ist Nancy? Tja. Und wo ist Bele? Naja, das werden wir ja alles herausfinden. Dafür sind wir ja schließlich hier. So, hier geht's weiter. Und wieder ein bisschen nach oben. Ah, da hinten leuchtet nochmal was. Nichts verkommen lassen. Haben ist immer besser als brauchen. So, da müssen wir wieder... Ha, Augenblick. Doch mit Sicherheit Tür öffnen. Ich bring dich um! So, was war das jetzt für ein Kollege? Hat das irgendeine Bedeutung hier? Nein. Gut. So, und jetzt hier hoch. Ein Weg zum Echo-Finden entdeckt. Strom fließt nicht. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Isaac hat einen Generator in der Nähe. Versorgen Sie den Kram mit Strom. Ja, richtig was los. Und der Kollege? Oh, da hätten wir ja beinahe das Feuerwerk verpasst. So. Lassen wir den auch knallen? Nein. Okay. Haben wir da noch irgendwo was? Nein. Den Generator aktivieren. Hier werden wir unserem Geschütz wieder aufnehmen. Okay. Müssen wir noch etwas länger halten. Generator aktiviert. Strom fließt. Okay. Das sollte reichen. Bringen Sie den Kran in Position. Hoffentlich liefert uns das Echo Antworten. So, mit Sicherheit könnte doch hier hinten noch was Gerät sein. Erkannt. Ach. Von Feinden bewachter nee. Ort erkannt. Hä? Das ist ja interessant. Wie kommt man jetzt darüber? Okay. Bei Uncharted wäre das vermutlich kein Problem. Aber jetzt hier in The Division. Okay, ich verlasse das Einsatzgebiet, also gehört das auf jeden Fall nicht dazu, ist nicht dafür gedacht. Okay, dann lassen wir uns jetzt erstmal... Hier können wir noch rein. Ah. Hier gibt es noch was zu hören. Ein JTF-Konvoi fährt in Richtung Battery Park. Sind Sie infiziert?
Ist das wichtig? Glaubst du, wir machen das hier zum Spaß? Die Scheiße fordert ihren Tribut! Sie versorgen die Infizierten. Wir tun, was getan werden muss. Aber auf unsere Weise. Ihr habt meine... Ich sagte auf unsere Weise. Wir betreiben Schadensbegrenzung. Wir sind nicht hier, um deine Wäsche zu waschen. Das ist nicht verhandelbar. Ihr solltet das respektieren. Mhm. Ja, da hat wohl irgendeiner noch eine Rechnung offen und möchte, dass die andere begleichen. Okay. Ah ne, da haben wir noch Spezialmunition drauf. Dann nehmen wir die Brandmunition für das Sturmgewehr. So. Dann klettern wir mal hier herunter. Ne, auf die Toilette müssen wir gerade nicht. Dann gehen wir jetzt mal dahin und ich denke, ja okay, wir müssen zuerst den Kran aktivieren und dann werden wir doch hoffentlich irgendwie zu diesem Echo kommen. Inventar ist voll. Isaac ordnet einen nicht kartierten Tunnel unter der Straße. Die Cleaners waren offenbar fleißig. Generator-Firmware-Fehler. Wartung wird eingeleitet. Verdammt! Halten Sie die Cleaners auf, während Isaac den Generator repariert. Hoffentlich geht das schnell. So, dann machen wir hier mal... ein kleines Feuerwerk. Na, das war dann ein kurzes Intermezzo. Sehr schön. Generator repariert, Stromversorgung wiederhergestellt. Okay, gut. Zurück an die Steuerung und bewegen Sie diesen Kran. Wir haben es fast. Also nicht immer. Also dieser Befehlston gefällt mir gar nicht. Ich tue doch schon, was ich kann. Und wie heißt es immer so schön? Nur eine Tutle, ne? So. Dann lassen wir hier noch den Kran und gucken, dass wir das Echo noch finden. Wir machen offenbar den Tunnel. Die verstecken da unten irgendwas. Möglich. Aber jetzt müssen wir rausfinden, was in dem Echo ist. Echo in der Nähe entdeckt. Tragbares Gerät erkannt. Bronson. Bronson. Du kommst mit. Der Rest von euch. Bleibt genau da, wo er ist. Bitte, ihr müsst das nicht tun! Ah! Ruhe, verdammt! Warum können wir ihn nicht wie den Rest verbrennen? Solange Kajika seinen Teil der Abmachung einhält, tun wir das auch. Und wenn er infiziert ist? Wir müssen ihn nur nach Pathway bringen. Dann ist der Kajikas Problem. Ich fasse es nicht, dass Nancy wieder läuft. Die armen Schweine hatten keine Chance. Ich hoffe, John lebt noch. Agent, gehen Sie nach Pathway. Finden Sie Kajika und finden Sie heraus, was die Cleaners in den Tunneln planen. Wir müssen alle Spuren verfolgen, die uns Kina näher bringen. Und finden Sie raus, was zum Teufel Nancy ist. Tja, was Nancy ist, werden wir in dieser Folge nicht mehr herausfinden und nicht mehr klären. Aber ich weiß es fast und ihr könnt es mit Sicherheit auch schon ahnen. Nancy werden wir also in der nächsten Folge enthüllen, wer oder was es ist. So, an der Stelle gilt wie immer, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Wir machen wieder ein kleines Tänzchen zum Abschluss. Der Badenfarmer sagt danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein bisschen Spaß. Und bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ich sag tschüss, ciao, cheerio.